Es gibt nur einen Mann in der Ukraine, der das Ansehen und die Kenntnis hat, etwas zu sagen, das der Präsident noch nie gesagt hat. Es ist Valeri Saluschny, der Oberkommandierende, und es ist vermutlich die Wahrheit. Der Krieg steckt in einer Sackgasse. Seit 2 Jahren halten die Menschen in der Ukraine die Folgen des Überfalls aus. Saluschnys Erklärung ist eine Zäsur, ein Eingeständnis, eine Aufforderung und eine Botschaft an die Welt und an die eigenen Leute. Ich denke, der Beitrag von Saluschny, das ist ein nüchterner, aber definitiv kein hoffnungsloser Blick auf die Lage. Und es ist weniger die Betonung, dass die Situation sich in der Sackgasse befindet, sondern auch ein konstruktiver Vorschlag, der aus meiner Perspektive nützlich ist. Dass Nüchternheit nützlich ist, sieht Russland komplett anders. Obwohl die Angreifer gerade in diesen Tagen in der Schlacht nahe der Kleinstadt Awdijiwka tausende Soldaten verlieren, lässt Präsident Putin öffentlich keinen Zweifel zu am Kampf um unsere historischen Gebiete. Der Militäretat, den Moskau in dieser Woche beschloss, umfasst 111 Milliarden Euro, 75% der russischen Gesamtausgaben. Damit macht er natürlich deutlich mit der Erhöhung des Militäraushalts, dass er für einen langen Krieg sich rüstet. Damit will er den Westen einschüchtern, er will Schwäche provozieren. Und genau das darf der Westen nicht eingehen. Im Westen zeigen sich Risse. Das NATO-Land Türkei zum Beispiel hilft Russland, die Sanktionen zu umgehen. Das NATO-Land Ungarn zum Beispiel verhindert, dass die EU die für die Ukraine gedachten Mittel auszahlt. In Deutschland streitet die Politik, ob es sich der Bundeshaushalt noch leisten kann, die Hilfe für die Ukraine von 4 Milliarden in diesem Jahr auf 8 Milliarden im nächsten zu verdoppeln. Der schnellste Weg zum Frieden ist der Sieg der Überfallenen. Also wir tun ja derzeit zu wenig, damit die Ukrainer die besetzten Gebiete wieder befreien können. Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen, das haben wir immer gesagt. Und man sieht es bereits jetzt, dass die Ukraine diesen Krieg auch nicht gewinnen kann. Die Hilfe für die Ukraine aufzugeben, das Land aufzugeben, kommt für die Ampelregierung nicht in Frage. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, solange sie uns braucht. Und unsere Unterstützung darf nicht nachlassen, weil ein Sieg Putins katastrophale Folgen hätte. Wir setzen diese Unterstützung fort, solange wie nötig. Die EU und Deutschland sind im Grunde kein so entscheidender Faktor. Wir sind viel zu schwach, um die Ukraine alleine am Leben zu halten. Ohne die Amerikaner sind die Europäer ein Hühnerhaufen. Die Amerikaner haben der Ukraine in diesem Jahr mit 20 Milliarden Euro geholfen. Wie viel es im nächsten Jahr werden, völlig offen. Die Ultrarechten unter den Republikanern blockieren. Die Basis, unsere Basis, unterstützt gar kein Geld mehr für die Ukraine. Wir haben Veteranen, die unter Brücken schlafen. Das muss Priorität haben in unserem Land. Selbst mit Joe Biden als Präsident muss die Ukraine mit weniger Hilfe rechnen. Mit Donald Trump als Präsident kann sie mit gar keiner Hilfe mehr rechnen. Zwar behauptet Trump, gewohnt prahlerisch, den Krieg binnen 24 Stunden zu beenden. Aber Finanzhilfe? Null. Seine Leute im Kongress machen es inzwischen zur Bedingung, dass kein Geld mehr an die Ukraine fließt, bei allem Möglichen. Also selbst wenn es darum geht, den Haushalt weiter zu finanzieren, sagen sie, wir machen das nur, wenn gesichert ist, dass nichts mehr an die Ukraine geht. Mit westlicher Unterstützung oder ohne westliche Unterstützung, also da gibt es einfach keine Alternative und keinen Ausweg, als diesen Verteidigungskampf hier weiter fortzuführen. Die Botschaft Saluschnys ist auch ein Appell, vor allem an Washington, aber auch an Berlin. Die Ukraine kann überleben. Aber sie braucht Hilfe.